Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Im letzten Fall ist Jacob gestorben. Ja, ist klar, ne? Hey, du Lamps! Schie aufmauern. Nee. So geht nicht, Jacob. Du kannst nicht einfach loslegen und alles abknallen, Alter. Ich sehe mich hier so ein bisschen an irgendetwas, was von wegen, ja, wir müssen hier geplant vorgehen. Du gehst sagen, wir sagen, nein, ich geh's durch! YOLO! It's raining, Asari? Es waren meine besten Leute! Sagen Sie mir, was ich wissen will, und ich bin sofort weg. Wo haben Sie sie hingeschickt? Sie glauben, ich verrate Sie? Sie würde mir Schmerzen zufügen, die Sie sich nicht vorstellen können! Wie hieß das Schiff? Ihr Leben hängt von der Antwort ab, Lieutenant. Selbst wenn Sie mich töten, wird eine von uns Sie kriegen, Justikarin! Wie hieß das Schiff, mit dem Sie geflohen ist? Oh, fahren Sie zum Teufel! Mögen Sie Frieden in den Armen der Göttin finden. Mein Name ist Tamara und ich diene dem Justicar-Kodex. Meine Gegner sind die Eclipse-Schwestern. Aber jetzt stehen drei gut bewaffnete Kämpfer vor mir. Sind wir Freunde oder Feinde? Bist du Freund oder Feind? Die Söldnerin war verletzt und hilflos. Erledigen Sie jeden, der Ihnen nicht hilft? Wenn die Sache wichtig genug ist, ja. Ist das bei Ihnen anders? Wenn ich es zugeben will? Kann ich nicht behaupten. Da haben wir etwas gemeinsam. Und Sie sind ehrlich. Noch eine Gemeinsamkeit. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Sind wir mal direkt, ne? Die Chancen sind miserabel, fast schon selbstmörderisch. Und dafür brauche ich die Besten, also Sie. Ich fühle die Wahrheit in Ihren Worten. Und sie beschämen mich. Aber ich bin hinter einem unglaublich gefährlichen Flüchtling her. Ach du Scheiße. Ich hatte sie hier in die Enge getrieben, aber die Eclipse-Schwestern haben sie weggebracht. Ich brauche den Namen des Schiffes, auf dem sie war, bevor die Spur kalt wird. Ich wünschte, sie würden den Menschen begleiten, Justikarin. Ich habe Befehl, sie zu verhaften, wenn sie nicht gehen. Sie gehen ein großes Risiko ein, indem sie ihre Befehle befolgen, Detective. Zum Glück muss ich mich nicht weigern. Mein Kodex verpflichtet mich dazu, einen Tag lang mit Ihnen zu kooperieren. Danach muss ich meine Ermittlungen fortsetzen. So schnell kann ich Sie nicht wieder freilassen. Sie werden mich nicht aufhalten können. Für Menschen ist das hier verwirrend. Kann mich mal jemand aufklären? Ich wollte Sie davon überzeugen, mit Ihnen zu gehen. Aber Justikare und Ihr Kodex. Der Detective hat den Befehl, mich festzunehmen. Ich kann Sie nicht zur Befehlsverweigerung zwingen. Aber sie gehorchen nur einen Tag lang. Und danach töten sie sie, weil sie ihren Job macht? Leider ja. Super. Es muss doch eine Lösung geben, wie wir alle bekommen, was wir wollen. Ich weiß eine Lösung. Während ich in Verwahrung bin, finden Sie den Namen des Schiffes heraus. Wenn Sie das tun, schließe ich mich Ihnen an. Dann ist dem Kodex Genüge getan. Können Sie mir mehr über Justikare erzählen? Wir sind Individuen, die Familie, Kindern und weltlichen Besitz abgeschworen haben. Von ein paar Waffen und Panzerung mal abgesehen. Wir durchreisen das Gebiet der Asari und machen geschehenes Unrecht wieder gut. Gemäß dem uralten Kodex, den wir alle auswendig gelernt haben. Ilium wird zwar von Asari beherrscht, liegt aber nicht in ihrem Gebiet. Meine Feindin ist hierher geflohen. Ich habe geschworen, sie zur Strecke zu bringen und ich werde ihr überall hin folgen. Ein Justikar verlässt nur selten das Gebiet der Asari, aber ich muss meinen Schwur halten. Wenn das zu meinem Nachteil gerät, werde ich es akzeptieren. Dieser Justikar-Kodex scheint ziemlich strikt zu sein.
Das mag Ihnen so vorkommen, aber ich bin nun mal darauf vereidigt. Der vorteilhafte Weg mag schnell und einfach sein, aber das macht ihn noch lange nicht richtig. Eben haben Sie sich noch geweigert, Ihre Ermittlungen einzustellen? Und jetzt schwören Sie plötzlich, mir überall hin zu folgen? Wenn ich bleibe, werde ich viele Unschuldige töten, um der Inhaftierung zu entgehen. Mich zum Beispiel. Dabei könnte ich fallen. Und meine Feindin könnte ihre Verbrechen fortsetzen. Wenn ich mit Ihnen gehe und Ihre Mission überlebe, kann ich danach meine Ermittlungen wieder aufnehmen. Dazu brauche ich den Schiffsnamen, um Sie zu Ihrem nächsten Unterschlupf verfolgen zu können. Die Entscheidung fällt mir leicht. Das ergibt Sinn. Nicht wirklich. Ich bin auf einer Selbstmordmission unterwegs. Wie hoch sind die Chancen, das zu überleben? Haben Sie irgendwelche Spuren? Der Volus-Händler Pitney 4 ist darin verwickelt. Eclipse-Söldner wollten ihn aus dem Weg räumen. Holen Sie die Wahrheit aus ihm raus. Er kennt vielleicht einen Weg in die Eclipse-Basis. Nun, ich muss zurück auf mein Revier. Und Sie muss ich wohl mitnehmen. Ich danke Ihnen, Shepard. Sorry. Warum bekomme ich das Abtrünniges? Ah, danke. Ach, das steht direkt vor mir. Habt ihr nebenbei auf ihre Argumente geachtet? Also wie die ein bisschen runterhängen? Die muss ziemlich alt sein. Und ja, wenn man es nochmal fragt, sie ist alt. Warum sage ich das über... Oh Gott. Hallo Erdenclan. Haben Sie mit dem Detective gesprochen? Warum sind die Söldner hinter Ihnen her? Ich weiß nichts von irgendwelchen Söldnerinnen, Erdenclan. Ich bin nur ein unschuldiger Kaufmann, der sich mehr schlecht als recht durchs Leben schlägt. Eclipse will ihr Blut und ich brauche ihre Hilfe, um in die Basis einzudringen. Sollten wir uns nicht zusammentun? Ja, Sie haben recht, Erdenclan. Ich bin verzweifelt. Wütende Söldnerinnen sind hinter mir her und jetzt auch noch diese Asari-Justikarin. Lassen Sie uns reden. Ich habe eine Chemikalie nach Ilium geschmuggelt, die im Kampf Biotikkräfte verstärkt. Und giftig ist sie außerdem. Ich habe möglicherweise vergessen, Letzteres gegenüber Eclipse zu erwähnen. Darum sind sie jetzt ungehalten und wollen mich umbringen. Es klingt, als wären Sie ein Betrüger, dessen Praktiken sich jetzt endlich einmal gerecht haben. Völlig richtig. Aber ich hätte nicht so lange als Händler überlebt, ohne zu wissen, dass man bei guten Geschäften manchmal ein wenig großzügig mit der Wahrheit sein muss. Ich vertue es anders. Ich würde eher sagen, man muss ja nicht die volle Wahrheit sprechen, nicht wahr? Eclipse hat kürzlich jemanden von dieser Welt geschmuggelt. Ich brauche den Namen des Schiffes, das sie weggebracht hat. Ich weiß nichts darüber, dass sie Leute schmuggeln. Aber in ihrer Basis gibt es darüber bestimmt Unterlagen. Ich habe einen Passierschein, der ausgestellt wurde, damit ich meine Ware importieren konnte. Ich musste ihn zwar abgeben, habe aber zufällig noch eine Kopie davon. Nehmen Sie ihn. Aber Vorsicht. Jede Eclipse-Schwester muss einen Mord begehen, um sich ihre Uniform zu verdienen. Sie sind alle sehr gefährlich. Ja, dann machen wir jetzt mal mega voll YOLO und so. Oder man könnte auch sagen, wir haben endlich mal genug gequatscht. Jetzt wird endlich mal ein bisschen mit Kugeln halt gesprochen, ne? Vor uns! Ist nur ein Leckler. Alter, so geht das. Schnauze. Sie hat sich getarnt! Sie hat sich getarnt! Scans bestätigen, dass die Chemikalie die Biotik gestört. Echt mal Teil, du kannst nicht einfach so in der Ecke da stehen bleiben. Wie sieht das denn aus? In der Ecke stehen bleiben. Ja,
gefallen, gerade ein bisschen Übersicht. Kampfdrohne ist vor allem gut, um den Gegner ein bisschen zu beschäftigen. Hab ich eigentlich? Ja, ich hab sie, die Munition. Ihre Schilder war so heftig. Komm her. Tja, die auf da rumzuschweben. Das sieht nicht so gut aus. Ist hier drinne. Warum ich angeschossen? So, jetzt zu dir, Mädchen. Komm her. Ich finde es ja interessant, dass ich sowas immer wieder schaffe. Ob ich eine Granate war? Moment mal kurz. Das vielleicht? Nein. Dann eben nicht. Ja gut, hier haben wir die Sonderheit mit dem Gas hier. Dass wenn wir dem zu nahe kommen, dass unsere Biotechnik nicht verstärkt würde, aber wenn wir zu viel von konsumieren, ist ein bisschen umkippen und so. Bringt uns noch nichts, aber wir können Biotechnik einsetzen. Aber können Jacob was bringen. So, ein bisschen Munition. Die eine lassen wir mal, naja, da sein. Ich hoffe, es geht ja auch weiter damit. Die Skimitar. Schönen Schrupp hinter. Verstanden. Mach ich. Aber sagen, kommt mal her und lass sie da an der Wand spielen. Wenn sie, wenn sie die Wandfrau sein will, dann umso besser. Oh Göttin, mach, dass sie mich nicht sehen. Wenn sie mich doch sehen, dann mach, dass sie mir nichts tun. Was mache ich hier überhaupt? Reden, deine Position preisgeben. Ich habe kein einziges Mal abgefeuert. Ich habe zwar so getan, weil die anderen Eclipse-Schwestern zugesehen haben, aber ich habe nicht geschossen. Ich gehöre nicht zu ihnen. Ich bin ein Neuling. Ich dachte, es wäre cool, Elnora die Söldnerin zu sein. Aber ich wusste ja nicht, was... Sie haben ihre Seite gewählt, Elnora. Und verloren. Scheiß drauf, Miststück! Ja, ein bisschen heftig, aber ja. Was kann ich dafür, wenn sie ihre Waffe einfach zieht? Ey, sorry, dann zieh ich auch was. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Bam. Ey. Ach, sie ist so transparent, toll. Dann geht's jetzt weiter. Dann nervt. Och,
Jacob. Warum triffst du nicht, wenn hinter der Deckung steht? Du kannst... War es damals auch Jacob gewesen, der die Bugs verursacht hat? Mit der einen, die ich noch umgeballert habe? Jetzt hat die andere in die Wand reingefeuert. Hier ist Kacke. Ich nutze mal Brandmunition und ich mache jetzt mal Selbstmord. Aufs Maul! Pussy? Ah, da ist ja noch einer. Ich wollte sie umnieten, Tali. Du knallst sie einfach ab. So geht das doch nicht. Die Medikamente habe ich damals wieder verballert. Ja, wo geht's eigentlich lang? Ah. Kriege ich Geld. Und damit regieren wir die Welt. Also nicht nur diese eine, sondern alle. Mit 3000 Credits. Yeah. Okay. Sie haben uns gesehen. Ach, noch mehr. Das war knapp. Viel Spaß. Die lebt ja noch. Oh, Jacob. Ich hab sie nicht mehr auf dem Schirm. Hinter mir! Moment, wenn sie aufsteht. Jetzt. Komm auf die Eule. Warum steht da ein Mech rum? Guten Tag. Ich. Moment mal, hat er gerade den Schuss abgefangen? Jetzt nicht mehr. So. Ah, falsche Richtung mal wieder. Hier schon, wo ich scrollen. Noch eine Mech zerstören. Ah, jetzt sind wir bei den Quests wieder angekommen. Sehr schön. Jetzt sind wir mit den Medigills wieder voll. Ich glaube, so lange ist die Mission aber auch nicht mehr. Da sind sie! Nee, das werde ich nicht machen. Da spiele ich noch nur in die Karten. In your face! Ah, sie hat eine Schrotflinte! Unterstützung bei der Zielsuche! Ziel hat sich getan! Wir haben sie! Na toll, einen Raum schaffen sie auch noch. Bei dem ist aber Antipanzerung ziemlich gut. Und vor allem ein bisschen Verbrennung. Leider gab es deshalb im dritten Teil richtige Granaten. Ich hab sie nicht mehr auf dem Schirm! Ah!
Jäger kann man. Ich weiß nicht, ob ich ihn umschießen kann, den Jäger. Auf jeden Fall haut er mal ab, wenn man ihn angreifen will. Achso, hier bin ich. Ich weiß, sollten der Scheiß manchmal aufhören, aber es funktioniert, es ist lustig. Okay, ist nichts mehr. Aber könnt ihr mal in den Kommentaren reinschreiben, wie ihr mein Kampfstil momentan findet. Ich meine, momentan bin ich ein bisschen aufgedreht, ich weiß gar nicht warum. Aber normalerweise finde ich es eigentlich ganz nett. Wir müssen einfach schwere Waffen, wir brauchen nämlich ohne Ende mehr. Jetzt ist es offiziell. Die kleine Elnora ist endlich eine vollwertige Eclipse-Söldnerin. Ich habe mir meine Uniform letzte Nacht verdient, als ich diesen dämlichen Volus umgelegt habe. Aus nächster Nähe mit Explosivkugeln. Hab dem Dreckskerl den Anzug ordentlich geöffnet. Ich kann's kaum erwarten, dass endlich Action ist. Meine Freundinnen werden beim nächsten Besuch zu Hause total neidisch sein. Jetzt bestimmt immer noch. Elnora war die Mörderin. Es war richtig, sie zu beseitigen. Detective Anaya würde das sicher gerne sehen. Detective, ich habe eine Söldnerin umgebracht. Was? Keine Sorge, sie war eine Mörderin. Ach so. Aber ist sie auch ein Mörder? Nein. So, wie viel haben wir eigentlich noch? Ich glaube nicht mehr allzu viel. Bereit. Immer wieder bei Max. Wo gab es hier Max? Ey, da würde man gerne wieder MacWarrior spielen. Kollision zu erwarten. Ja, Kollision zu erwarten, weil du runterfällst. Sehr schön. Okay, das ist auch wieder voll. Meine Deckung. Ja! Yeah! Der lebt doch noch. Habe ich vertan? Nein, der ist wieder voll AP. Viel Spaß! Ey! Danke! Au! Deckung ist hier Mangelware. Aber er verzieht sich gerade, ich kann nach vorne rennen. Run! Hey, wo ist mein Brandkit? Auf den Bauch zu saugen. Was ist im Teil passiert? Ach so! Ich wurde quasi gamebankt. Sowas aber auch. Der Arsch, ey. Wächter sind nahezu unzerstörbar. Was für Wächter jetzt schon wieder? Vielleicht hätte ich doch einfach die Kollektoren mal von dem sollen, das Ding wegbrutzeln. Das mache ich demnächst auch, bevor ich hier so eine Scheiße mache. Ich glaube schon in die richtige Richtung. Abgesehen davon war da vorne noch ein kleiner Munitionsstand. Sie haben uns gesehen. Vorsicht. Seit der Energieversorgung aus dem Luftschiff-System hochgefahren wurde, fordere Unterstützung an. Ich
dachte mir gerade, oh, er hat ja aufgehört zu schießen, dann kann ich ja mal rausgehen. Da haut die Rakete vor meine Fresse. Alter, sah das böse aus, ey. Mann, warum stehe ich mich gerade so doof an? Das ist nur ein verdammter Jäger, der ein bisschen rumfliegt. Also ein bisschen mehr kann als die anderen, die wir bis jetzt hatten. Was war das denn? Hab ich jetzt eine... Warum schreibt mich jetzt einmal Battle.net an? Mitten im Spiel. Mann, auf damit. Kann nur Christian sein. Sensoren aktiviert. So, zurück zu dir, Miststück. Hey, Jacob! Bin gleich da. Oh, es war Tali. Egal. Gut, dann macht's ihm doch, Jacob. Nehme Deckung! Also, er ist ja der Selbstmörder. Bin dabei! Ach, dann kommt er nicht! Ich gehe in Deckung! Dann kommt er nicht, der kommt nur, wenn ich dahin gehe. Was ist für ein Arsch? Nicht wieder nur, wenn Shepard kommt. Dann trigger das! So. Jacob, nicht rumliegen. Rumliegen ist nicht gesund. Na komm her, trau dich. Auf mich zu nerven. So. Haben wir das endlich. Haben wir fast unsere Munition verballert, aber ist ja nicht schlimm. Was dampft da oben? Ich sollte besser nicht fragen. So, das ist aber nicht der Bosskampf. Der Bosskampf kommt ja erst nach. Und da ich eben ein bisschen gestorben bin, schaffe ich den Bosskampf auch nicht mehr. Blöde. Ne, schafft man nicht mehr. Schade eigentlich. So, Midi jetzt zurückholen. Tür aufknacken. Wow. Transportpapiere? Das müssten Transportpapiere sein. Hier steht, dass Pitney Four 2000 Einheiten Minergen X3 an Eclipse verkauft hat. Zusammen mit 600 Einheiten rotem Sand. Das ist nicht die Information, die Samara braucht, aber sie belastet den Volus. Detective Inaya sollte das sehen. Wir müssen in Bewegung bleiben. Ich glaube, wir können auch die Beweise dem Pitney Four geben und sagen in der Art, hey, viel Spaß damit. Ja, happy time, so. So, wenn wir jetzt weitergehen würden, wenn wir eine Cutscene auslösen, die uns direkt zum Bosskampf führt. Insofern machen wir hier schon Schluss. Ich bedanke mich fürs Zusehen und beim nächsten Mal, ja, wenn wir Samara rekrutieren. Und mit ihr quatschen und anderen Krimskrams machen. Bis dann, tschüss.